Hallo, in diesem Video erfährst du, was ist deine soziale Phobie, also bleib dran. Herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Markus Bosse, ich bin Heilpraktiker für Psychotherapie und Hypnosetherapeut und ich helfe in meiner Privatpraxis vielen meiner Patienten dabei, ihre Phobien zu überwinden, wieder positiver, befreiter durchs Leben zu gehen. Und weil diese Phobien immer so interessante Namen haben oder oftmals, erkläre ich in dieser kleinen Serie einfach mal, was sich hinter diesen Namen so versteckt. Und heute geht es darum, was ist eine soziale Phobie? Generell ist es ja so, eine Phobie beschreibt eigentlich immer eine unangemessen starke Angst vor gewissen Situationen oder Objekten. Und bei der sozialen Phobie ist es so, dass die soziale Phobie laut ICD-10, das ist dieses Buch hier, im ICD-10 sind praktisch alle psychischen Störungen klassifiziert. Und laut ICD-10 ist die soziale Phobie, die Furcht vor prüfender Betrachtung durch andere Menschen, die zur Vermeidung sozialer Situationen führt. Und diese Beschwerden oder die Symptome können dann halt sein: Erröten, Hände zittern, Übelkeit, Missions- oder Defektionsdrang, also praktisch Harndrang oder, naja, Drang zur Toilette zu müssen. Und diese Ängste treten in aller Regel in sozialen oder treten in sozialen Situationen auf, wie zum Beispiel Essen oder Sprechen in der Öffentlichkeit, Begegnung von Bekannten in der Öffentlichkeit oder Hinzukommen oder Teilnahme an kleinen Gruppen, wie zum Beispiel Partys oder Konferenzen oder auch in Klassenräumen. Also man könnte im Prinzip auch sagen, soziale Phobie ist eine ausgeprägte Schüchternheit. Ja, das ist im Prinzip eine soziale Phobie. Solltest du jetzt weitere Fragen zur sozialen Phobie haben oder auch zu anderen Phobien oder unter einer sozialen Phobie leiden und da Hilfe oder Informationen benötigen, kannst du mich gerne kontaktieren. Du findest hier einen Link unter dem Video zu meiner Internetseite. Ich kann dir mal kurz hier einblenden. Ansonsten hoffe ich dir mit diesem kurzen Video geholfen zu haben. Ich wünsche dir alles Gute und im nächsten Video erfährst du hier, was ist eine Akarophobie. Also bis dahin. Tschüss.